gut, haben wir das Thema Biotop-Aquaristik auch geklärt. An sich sollte es artgerecht für den Bewohner sein. Alles andere ist Nebensache, finde ich. Ja, ich sag mal, was zu dem Thema eigentlich noch gehört ist. Manche Leute sehen das Thema Biotop also wirklich extrem verkniffen. Ja, ich möchte da jetzt keine Beispiele nennen, aber da werden Biotop-Aquarien aufgebaut und da wird also eben in irgendwelchen Quellen wird dann geforscht, was lebt denn da, was für Pflanzen kommen denn da vor. Ja, und wenn genau an dem Standort, ja, ich sag mal, Südamerika-Standort, wenn an dem Ort jetzt in den Aufzählungen jetzt nicht explizit steht, dass da Echinodoren wachsen, dann werden da auch keine Echinodoren eingesetzt. Dafür setzt man dann einen Tigerlotus ein, ja, Nymphaea lotus. Weil man hat ja gehört, Nymphaea lotus ist da eingeschleppt, ja, der ist da eingeschleppt worden und der könnte da durchaus leben. Ja, auf der einen Seite wird mit tatsächlich lokalen Pflanzen, die werden verworfen, ne, aber auf der anderen Seite eingeschleppte Pflanzen aus Afrika, ne, die werden verwendet. Ja, also ich sag mal, da kann ich nur am Kopf fassen. Na, das ist doch wohl, naja, da finde ich also wirklich schon mal komisch. Ne? Also wenn man es wirklich extrem sehen wollte, dann müsste man sagen, so, ich habe hier einen Meter Ausschnitt aus dem Fluss, weil den finde ich geil, der sieht gut aus, das finde ich ist mein Biotop, den baue ich nach. Ja gut, dann sind da also vielleicht eine oder zwei Pflanzenarten, wenn man Glück hat, und vielleicht sogar drei, vier Fischarten. Ja, aber wahrscheinlich nicht unbedingt die, die man auch ins Aquarium setzen sollte, weil die sich unter Umständen fressen oder was auch immer. Ja, also ich bin der Meinung, Biotop, Aquaristik sollte zumindest, wenn man Biotop draufschreibt, ja, wenn man dem Ding den Namen Biotop gibt, sollte zumindest das Aquarium Pflanzen aus der Region oder zumindest aus dem Kontinent beinhalten und möglichst auch Fische aus dem Kontinent. Aber nicht, weil Java-Moos auf der ganzen Welt zu finden ist, ja, dass ich da Java-Moos reinpacke, weil es aus Asien kommt. Ne? Also das passt nicht. Ne? Also dann muss ich also schon recht konsequent sein. Ich meine, der Martin von Martins Fische, kennt ihr ja alle, der betreibt ja die sogenannte Biotop-Aquaristik Light. Der sagt, okay, ich möchte gerne, dass die Aquarien in etwa so aussehen, wie ich mir quasi das natürliche Habitat vorstelle. Aber bei den Fischen lege ich schon einigermaßen Wert darauf, dass die daher kommen. Aber die Pflanzen, da sage ich, da mache ich Abstriche. Finde ich völlig in Ordnung. Ne? Er sagt auch nicht Biotop, er sagt Biotop Aquaristik Light. Ne? Ich meine, da kann man auch verschiedener Meinung sein. Aber ich finde das völlig in Ordnung und das passt. Ja? Er stellt zumindest nicht den Anspruch, dass das Ding absolut biotopgerecht ist. Ja? Und mal ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, wirklich biotopgerecht ein Aquarium einzurichten. Ne? Also so ganz sehe ich das nicht. Aber gut, ich denke mal, damit sind wir weitestgehend, zumindest von meiner Seite, erstmal durch.